Warum wurde die Feuerwehr heute alarmiert? Ja, wir wurden hier alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Bei Eintreffen hier vor Ort konnten wir feststellen, dass hier ein LKW gegen einen PKW gefahren ist. Im PKW war eine männliche Person schwer eingeklemmt. Diese wurde von uns befreit, an den Rettungsdienst übergeben und dann vom Rettungsdienst in ein stadtbremisches Krankenhaus transportiert. Für den Laien, wie befreit die Feuerwehr seine Person aus seinem Auto? Dafür hat die Feuerwehr spezielles Gerät, hydraulisches Rettungsgerät, mit der wir den PKW, sag ich mal, in seine Einzelteile zerlegen können. Was hatte der LKW denn geladen? War das auch ein Einsatz für die Feuerwehr? Der LKW, oder es handelt sich bei dem LKW um einen Tanklastzug. Dieser hatte Dieselkraftstoff geladen. Durch den Unfall ist der LKW oder der Auflieger nicht beschädigt worden, also hier kein Einsatz für die Feuerwehr.